Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 6. August 2018? Die indische Astrologie berechnet die Horoskopen anders, als wir in westlichen Astrologie das kennen. Andere Berechnung, andere Ergebnis. Die indische Berechnung ist übereinstimmend, so wie die Astronomen das auch berechnen, also es ist präzise. Was mich noch fasziniert in indischen Astrologie, das sind die Mondhäuser und das beschreibt die Einflüsse von Fixsternen, die Einflüsse von anderen Sternbildern, nicht nur auf dem Mond, sondern auch auf dem Planeten. Und das beeinflusst unserem Leben, beeinflusst unserem Alltag. In Zukunft vermittle ich hier im Tageshoroskopen die indischen Berechnung, die indischen Astrologie. Nicht nur im Tageshoroskopen, sondern auch bei Beratungen. Und mein Angebot, eine Umrechnung, die westlichen Horoskop umrechnen auf dem indischen und die Beschreibung, die Mondhäuser, beträgt mein Honorar 50 Euro. Eine ausführliche Horoskopanalyse nach indischen Astrologie beträgt mein Honorar 100 Euro. Es sind Videoberatungen, selbstverständlich anonym. Und für den heutigen Tag. Nach indischen Berechnung befindet sich die Sonne noch in Tierkreiszeichen Krebs. Das heißt, bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont auf. Mond hat eine abnehmende Mondphase und bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Stier. Das Mondhaus, wo sich gerade die Mond befindet, heißt Kritika. Übersetzt heißt es Klinge oder Schneide. Dann können wir das vergleichen auf dem griechischen Mythologie. Das ist nichts anderes als das Schwert von Perseus. Und die Geschichte dazu ist, und dann gehe ich auf die griechische Quelle zurück, weil das ist für mich die klassische Mythologie. Es gab eine Königin Cassiopeia und Cassiopeia prahlte überall, ihre Tochter Andromeda sei die schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Poseidon, des Gottes Meeres. Und Poseidon schickte den Walfisch, dieser Seeungeheuer, in Königreich, die prahlende Königin zu bestrafen. Dieser Walfisch nahm die Königstochter Andromeda und fesselte in einen Felsen. Das war die schöne Königstochter, gefesselt in diesem Felsen. Andromeda hat Angst gehabt. In die Nähe befand Medusa die Furchterregende und da hat Andromeda natürlich Angst gehabt. Bis dann Perseus kam und befreite Andromeda. Die beiden, Andromeda und Perseus, haben sich auch verliebt. Und Perseus tötete Medusa, schneidete den Kopf ab. Und das ist dieses Schwert, das ist diese Klinge. Wir können auch vergleichen mit Erzengel Michael mit seinem Lichtschwert, weil es schneidet auch die Angst ab. Und das hat eine symbolische Bedeutung. Und genau in diesem Bereich, wo sich gerade die Mond bewegt, befindet sich auch Medusa. Und das ist natürlich dieser Mondhaus von etwas befreien, wovon wir Angst haben oder von unserem Ängste befreien. Und weil hier auch ein Dämon handelt, so wird nämlich das beschrieben, das ist der Kopf der Dämon. Und so beschreibt auch die indische Mythologie, Kritika befreit die Menschheit von Dämonen. Also so ähnlich ist die Aussage. Hier wird auch das Böse besiegt und wird Medusas Kopf abgeschnitten, abgetrennt. Und das ist die Aussage von das Böse zu befreien. In erster Linie handelt es sich heute darum, dass wir uns von unserem Ängste befreien. Aber auch von das Böse. Ich würde nicht behaupten jetzt,
dass sie böse Menschen in ihrer Umgebung haben, aber ich schließe das nicht aus. Wenn das Kontakte da sind, was unangenehm ist, oder das stellt als Hindernis dar, oder es zeugt Spannung oder Streit, dann ist besser davon trennen, von diesem Kontakte verabschieden. Nach indischer Astrologie herrscht in diesem Mondhaus Agni, der Feuergott. Das können wir in griechischer Mythologie mit Prometheus vergleichen. Der bringt auch für die Menschheit das Feuer. Und das Feuer hat natürlich auch was Wunderbares, weil das wärmt auch. Und wir dürfen diese Feuerenergie gerade verinnerlichen. All das, was uns begeistert, Feuer und Flamme zu sein von etwas, das sollen wir anfangen, beginnen, ein Neuanfang, eine Veränderung. Aber bevor wir starten, sollen wir von Angst loslassen. Das ist die Aussage, die heutige Mondenergie, das ist die Aussage, dieses Mondhaus. Es ist auch ein Reinigungsprozess. Nach indischen Beschreibung gilt Feuer auch als Reinigung. Ich würde das mal so beschreiben, verbrennen all das, was uns belastet. Und wie wirkt das auf dem einzelnen Tierkreiszeichen? Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Stier und hat einen Einfluss von Rahu und Ketu. So heißen die beiden Mondknoten und das sind die karmischen Knoten. In indischer Astrologie ist das nichts anderes als eine Drache. Und Rahu ist die Drachenkopf und Ketu ist die Drachenschwanz und symbolisiert die Karma. Rahu ist das Neues, was wir erlernen, und Ketu ist das Alte, die alte Karma. Mond bestrahlt die beiden Mondknoten. Nicht nur Mond, sondern auch Saturn hat einen Einfluss auf beiden karmischen Knoten. Und das ist auch sehr wichtig, weil immerhin ist Saturn die Schicksalsplanet und Saturn ist der Planet der Karma. Also beeinflusst unser Schicksal und gleicht Karma aus oder erteilt uns karmischen Lernaufgaben. Die beiden Liebesplaneten Mars und Venus stehen immer noch eine schöne harmonische Verbindung. Die zwei Tierkreiszeichen, die das verbindet, ist die Tierkreiszeichen Jungfrau, dort bewegt sich Venus, und die Tierkreiszeichen Steinbock, dort bewegt sich Mars, und Mars ist gerade rückläufig. Mond bestrahlt die beiden Liebesplaneten, natürlich erzeugt etwas in uns emotional. Wir fühlen das. Mond beeinflusst unsere Gefühlen. Und es ist auch eine schöne Verbindung, weil da verbindet sich die drei Erdeelement, Jungfrau, Steinbock und Stier. Was noch wichtig ist, Uranus. Uranus wird morgen im Stillstand und wird dann rückläufig. Das heißt, heute bewegt sich noch vorwärts in Tierkreiszeichen Stier, morgen ist im Stillstand und dann dreht sich um in eine andere Richtung und bewegt sich rückläufig. Und jetzt zu den einzelnen Tierkreiszeichen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtig, die Wahrheit zu finden. Sie möchten auch etwas ins Licht zu bringen oder sie wünschen sich wahrgenommen werden, sie wünschen sich Erfolg. Die Gespräche sind sehr wichtig und heute handelt es sich bei den Gesprächen um Gefühle. Es ist besser als in vergangenen Tagen, weil jetzt kann man etwas klären und es ist heute sehr schön, über Gefühle zu sprechen. Und die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen haben Glück, auch durch dieses Gespräch, aber Glück auch in die liebe Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen. Ist wichtiges Thema immer noch Werten, Wertschätzung, etwas ausgleichen oder vergleichen, aber auch die Finanzen. Die Löwengeborenen sind gerade dabei, ihren Finanzen zu verbessern, aber auch die Wertschätzung, die Selbstwertgefühl dazu zu stehen oder diese Wertschätzung von anderen verlangen. In die liebe Partnerschaft kommt etwas in Ordnung und kommt auch einen klärenden Gespräch. Die
Tierkreis zeichnen Jungfraugeborenen haben Glück in die Liebe Partnerschaft. Es ist auch möglich bei Jungfraugeborenen, dass sie bekommen einen Besuch oder eine Einladung. Die Tierkreis zeichnen Wagengeborenen brauchen Sicherheit, Stabilität, ein fester Boden unter den Füßen. Aber sie fühlen sich unsicher und sie ziehen sich gerade zurück. Und das eigene Zuhause, da die Ruhe zu finden, ist sehr wichtig momentan. Es ist auch möglich, dass die Wagengeborenen verschönern etwas zu Hause oder sogar umziehen oder planen einen Umzug. Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl, die Finanzen spielt auch eine Rolle, weil das ordnen auch gerade die Wagengeborenen. Die Tierkreis zeichnen Skorpiongeborenen, sind begeistert von etwas oder sie starten von etwas Neues. Aber sie sollen die Möglichkeiten, Chancen auch erkennen und im inneren Gleichgewicht bleiben und in Kraft bleiben und in Ruhe liegt die Kraft. Etwas spielerisch betrachten. Und wenn wir schon bei spielerisch sind, heißt nicht nur diese Einstellung, sondern auch die Kinder. Das spielt auch eine Rolle, gerade bei den Skorpiongeborenen. Die Tierkreis zeichnen Schützengeborenen, haben gute Chancen, beruflich etwas verbessern und ihren Finanzen in Ordnung bringen. Nicht nur da haben sie Chancen, die Schützengeborenen, sondern sie haben gerade eine Heilenergie, kommt auch Heilung oder sich kümmern um die Gesundheit. In der Liebe, Partnerschaft sind Unstimmigkeiten da, Unsicherheiten. Die Tierkreis zeichnen Steinbockgeborenen, ist wichtig ein Gespräch, ein klärendes Gespräch, aber auch die Liebe, Partnerschaft. Und da haben die Steinbockgeborenen Glück. Es ist auch möglich, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit und kommt zu einer Versöhnung. Bei den Gesprächen darauf achten, dass man anderen zuhört, also nicht nur warten und warten, sondern verstehen, was der andere meint oder nachfragen, die Kontakt aufbauen. Die Tierkreis zeichnen Wassermanngeborenen, haben immer noch Themen, was die Finanzen betrifft und die Ämter betrifft, weil das bringen sie gerade in Ordnung. In die Liebe, Partnerschaft fühlen sich die Wassermanngeborenen etwas unsicher. Die Tierkreis zeichnen Fischengeborenen, sollen intuitiv handeln, sie haben Glück in die Liebe, Partnerschaft ist auch ein wichtiges Thema, weil das spiegelt etwas gerade bei den Fischengeborenen. Sie sollen nicht nur warten, sondern Gefühlen, Interesse zeigen, die Kontakt aufbauen, so kommt das in Harmonie. Eine Reise hat auch eine Bedeutung oder Kontakte im Ausland. Diese Reise kann auch eine innere Reise sein. Die Tierkreis zeichnen Wiedergeborenen ist ein beruflicher Aufstieg. Sie haben gerade Erfolg. Sie sollen aber überlegen, wo setzen sie ihre Kraft ein. Wenn das zu viel ist, dann fühlen sich die Wiedergeborenen müde, erschöpft, kraftlos. Ein Gespräch kann unangenehm sein zurzeit, also die Gespräche, die klärenden Gespräche eher meiden. Die Tierkreis zeichnen Stiergeborenen. Hier bewegt sich Mond, also das sorgt für kleinere Veränderungen, aber nicht nur Mond, sondern Uranus bewegt sich auch im Tierkreis zeichnen Stier. Und wie ich schon sagte, morgen ist im Stillstand und dann dreht sich das und das sind unerwartete Ereignisse oder das Schicksal bei den Veränderungen dreht sich alles in eine andere Richtung. Und natürlich die Mondhaus sagt auch konkret etwas aus für die Stiergeborenen, von Angst zu befreien und das, was begeistert, das natürlich auch beginnen, mutig zu sein, etwas Neues wagen. Die Tierkreis zeichnen Zwillingsgeborenen, ist ein beruflicher Aufstieg und sie werden auch wahrgenommen. Aber es kommt Momente, wo das alles zu viel ist momentan und die Zwillingsgeborenen brauchen gerade den Rückzug, brauchen auch die Ruhe und das dürfen sie auch mal erlauben. Ein Gespräch kann wichtig sein oder kehrt jemand zurück von Vergangenheit, also ein Gespräch, eine Begegnung und das hat mit Vergangenheit etwas zu tun.
Und das war mein Tageshoroskop. Ich möchte noch die Blitzberatungen erwähnen. Es sind E-Mails-Beratungen und es geht wirklich blitzschnell. Das heißt, ich schreibe mir ein E-Mail, stelle Ihre Frage und ich beantworte diese E-Mails noch im selben Tag. Spätestens im nächsten Tag haben Sie schon die Antwort. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.